Seit gestern bin ich in Berlin. Hier ist es herrlich. Grüße aus Berlin sendet Ihnen, liebes Fräulein, Ihre Bertie Herold. Endlich bin ich in Berlin. Was ich heute Morgen aus den Fenstern meines Zimmers sehe, gefällt mir sehr wohl. Breite Straßen, imposante Häuser, eine wogende, sich unablässig treibende Menge. Mir gefällt Berlin. Ich finde es freundlich, lebhaft, gastlich, zur vollen Abwechslung, was ich ganz besonders liebe. Man braucht nicht lange die Lebensluft Berlins zu atmen, um zu spüren, dass es etwas Besonderes um die junge Kaiserstadt. Ich sah Berlin und das machte den gewaltigsten Eindruck auf mich. Zum ersten Mal empfand ich Rhythmus und Rausch einer größeren Stadt. Die Wirkung war sinnbetäubend und fortreißend. Man wurde nicht müde, man war immerwährend aufgepeitscht. Du wirst mich fragen, ob ich vielleicht Berlin toll geworden bin. Ja? Berlin ist Deutschland. Berlin ist die Hauptstadt der Welt. Und hierher muss man seine Arbeit verlegen. Es waren Grüße, die Erwartungen, Sehnsüchte wachriefen. Aus allen Teilen des Deutschen Reiches und des Auslands kamen sie. Besucher, Künstler, Wissenschaftler, Staatsbeamte, Offiziere und viele Landarbeiter. Ihr Ziel? Die Reichshauptstadt Berlin. Doch es waren zwei Städte. Die eine erwartete den Arbeitssuchenden, die andere empfing den Touristen. Hat man das Wagenabteil des Zuges verlassen, so sind Gepäckträger in genügender Zahl bereit, das Handgepäck zu tragen. Am Ausgang des Bahnsteigs befindet sich ein Schutzmann, welcher Droschkenmarken bereithält. Erster Klasse, zweiter Klasse oder Gepäckdroschke. Schon in 10 Minuten kann man durch das schönste Tor seinen Einzug halten. Bewundernd sieht man die kunstvollen Gebilde moderner Baukunst, die aus den Stilen der vergangenen Jahrhunderte schöpfend mit genialem Kompositionstalent den Gebäuden hohen äußeren Reiz verleiht. Dann die Linden entlang. Das ist der Berliner Boulevard. Alles ist hier versammelt. Schlösser, Universität, Oper, Königswache, Zeughaus, Museen, das Regierungspalais. Überall Baudenkmäler, überall Säulen, überall Statuen. Alles findet man. Das schwere Monumentale, das Barocke, das Anmutige. Ein eindrucksvolles Bild moderner Architektur.